herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play GTA San Andreas. Jetzt habe ich es doch immer irgendwie geschafft, alle Folgen irgendwie an- und abzumoderieren. Hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht geht das doch ganz gut hier zwischen den Gangfights. Na komm, ich will da rein. Ich muss mir wieder eine kugelsichere Weste holen. Wir haben noch einen Haufen Gebiete vor uns. Ich schaue gleich nochmal. Schutzweste, ja. Nimmst du eine mit. Es geht mir halt langsam echt die Kohle aus. Was heißt ausgehen? 281.000. Ich vermute einfach mal, die wird mir nicht ausgehen. Ich kaufe noch ein paar von denen. 1000 Schuss sollten es erstmal reichen. Also ich habe gelesen, man braucht ungefähr 20. Ungefähr heißt, keine Ahnung. Gangs. 10 habe ich. 10 sind noch vor uns. Ich schaue nochmal hier in die kleine Ecke. Wird ja auch gehen. Aber bisher habe ich da nie Ballers gefunden. Und wenn ich die Ballers gefunden habe, hat das nie ausgereicht. Aber ich glaube, ich brauche 4. 4 Ballers, damit es losgeht. Oder auch 3. Jedenfalls hat es das letzte Mal nicht gestartet. Da sind welche. Da sind nur 2. Das sind zu wenig. Aber ich probiere es. Nö, es sind zu wenig. Jetzt habe ich die Cops am Arsch und keine Mission gestartet. Also, ich brauche auf jeden Fall 3 oder mehr. Heißt für mich, keine Gebiete mehr angreifen, wo weniger als so ein Dreierpulk unterwegs ist. Manchmal sind das auch mehr, aber hier sind das irgendwie leider immer zu wenig. Hier hinten bringt's mir nichts. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass meine eigenen Gebiete, die ich habe, jetzt nicht übernommen werden. Ah, da sind 3. Das wird doch was. Nein, 3 reichen auch nicht aus. Shit, ey. Die ganze Polizei am Arsch. Ey, so viele. Die haben alle nichts anderes zu tun, außer mich zu verfolgen. Es waren schon wieder zu wenig. Also ich brauche 4. 4 Ballers auf jeden Fall, um überhaupt eine Mission starten zu können. Ich darf sie auch nicht umfahren, ich muss sie per Hand erschießen. Da sind 4. Hier geht der nächste Kampf los. So. Jetzt könnt ihr kommen. Schauen wir mal. Naja, da hinten. Oh, sogar Nahkämpfer. Erste Welle überstanden, okay. Kommt gleich die zweite. Oh, von hinten gleich. Yeah, what you gonna do now, huh? What you gonna do if I come for you? Ja, meine Theorie ist auf jeden Fall bestätigt. Ich bekomme nicht mehr Polizeisterne. Ich habe irgendwie so einen Friedensbonus, wenn ich hier randaliere. Macht die Sache natürlich einfacher. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt immer noch die ganzen... Cops dazu bekommen. Dann wird die Geschichte wahrscheinlich noch sehr viel schwieriger werden. So, das Viertel gehört uns. Heißt es wieder zum Speichern, das ist ja schon wieder mitten in der Nacht, klar. Ich versuche jetzt immer irgendwelche Gebiete zu wählen, die irgendwo auch in der Nähe von meinen Jungs ist. Ah, vielen Dank. Ist natürlich cool gewesen, ob er das jetzt... Ne, er wollte einfach die Leute abschießen. Ich habe schon gedacht, dass der mir jetzt extra den Wagen zur Verfügung stellt, weil er sich schon denken konnte, wo ich hin will. Ah!
So, 9 Gebiete noch. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich 20 Gebiete sind, aber es ist halt schon so ein bisschen, was ich mitnehmen muss. 20 ist auf jeden Fall so die richtige Zahl, um die Mission zu starten, die nächste. Und solange das so bleibt, wie es im Moment ist, es läuft ja ganz gut. Ich habe mittlerweile ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe Maximallevel bei der M4 und bei der AK. Den bin ich ja jetzt gut unterwegs. Einer von euch hatte sich ja gewünscht, dass ich jetzt, nachdem ich fast das ganze Let's Play nur mit der AK rumgelaufen bin, jetzt hier ein bisschen mit der M4 aufräume. Wirklich ein Unterschied merke ich eigentlich nicht. Also zu AK. Sind beide schön schnell. Haben beide, glaube ich, auch 30 Schuss. So, warte, ich will hier meine kleine Ecke kontrollieren. Boom, shakalaka, boom, boom. Okay. Jetzt weiter zur nächsten. Das kriege ich nicht hin. Ich könnte auch mal ein bisschen Vagusgebiet einnehmen. Oder mal da oben. Bei den Vagus bin ich ja noch nicht so viel unterwegs gewesen. Hauptsächlich gegen die Ballers. Ach, shit. Geht ja schon wieder gut los hier. Weißt du, die halbe Stadt explodiert andauernd und du wirst verfolgt, weil du einen Polizisten angefahren hast. So, hier. Oh nein, das sieht ja schon wieder blöd aus hier. Das war jetzt ja nix. Boah, jetzt schnell hier noch die kugelsichere Weste holen, damit ich hier überhaupt irgendwie überleben kann. War die nicht hier hinten irgendwo? Hinter so einer Ecke? Da hinten drin? Irgendwo? Ich glaube schon, hier war irgendwo eine. Da drin? Ja. Tja, langsam kennt man das Gebiet, wie ihr seht. Das ist dann quasi kein Problem mehr. Ich werde jetzt mal schnell eine Pizza essen gehen, glaube ich, so nebenbei. Die Cops kann ich jetzt eh nicht abschütteln. Bringt im Moment auch nichts. Weil sobald ich jetzt die nächsten Ballers treffe, geht es sowieso wieder rund. Aber wenn ich da jetzt reingehe... Nein, 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 komm schon, steig halt auf. So. Ich glaube, das ist zu riskant, jetzt da irgendwie essen zu gehen, weil dann hocken die sich nämlich vor die Tür und warten auf mich und schießen mich dann einfach ab. Oh, hier ist gut. Geht ab, wieso kein Gangfight? Ach, das ist schon wieder mein Gebiet. Ach shit, jetzt habe ich 3 Cops am Arsch. Nee, ich glaube, das muss ich jetzt laden. Oh nein. Warum sind so viele hier? Oh mein Gott. Ich hätte jetzt hier hinten hinlocken müssen. Ich glaube, dann hätte das geklappt. Oh, hier, das Pimpmobil. Das ist ja schön, dass das nicht betroffen ist. In diesem ganzen Chaos. Jetzt kreisen die mich hier ein, die blöden Bullen. Ich glaube, das war jetzt eine ziemliche Nullnummer. Nee. Das lade ich nochmal. Das hätte ich mir echt sparen können. Habe ich jetzt den richtigen Speicherstand geladen? Wir sollten kontrollieren. Gangs eroberte Gebiete 11. Warum schießt ihr euer eigenes Auto bitte? Was geht hier ab? Dicke Schießerei. Vielen Dank, vielen Dank. Irgendwas brauche ich ja, um zum nächsten Ganggebiet zu fahren. Auch dieses Mal schleichen wir uns hier rum. Le Bolas. Ich verstehe nicht, warum so ein kleines Gebiet irgendwie überhaupt noch aktiviert bleibt. Aber da werden sich die Entwickler schon was dabei gedacht haben. Boost.
I think. Sagt man so, gell? Nichts los hier. Keine Ballers on the street. Wahrscheinlich ist es einfach zu früh. 5.21 Uhr. Langsam wird es wieder hell. Da schlafen die Ballers wahrscheinlich noch. Hier hinten war da vorne was los. Hier sind schon zwei. Und die ganze Polizeibande wieder hinter mir her. Dann brauche ich ein anderes Gebiet. Die kennen vor allem nichts. Die schießen doch einfach. Die wissen genau, wie man mit solchen harten Gangstern wie CJ wahrscheinlich umgehen muss. Direkt erschießen, nicht fragen. Das sind alles nur korrupte Cops. Oh, hier geht's los. Shit, ey. Das war, glaube ich, eine ziemliche Schnapsidee jetzt. Level Hardcore. Okay. Gangfight läuft. Das war keine kugelsichere Weste. Ach, da oben ist der Gangfight. Okay, da wird da unten noch irgendwo das Zeug spawnen, ne? So, erste Welle überstanden. Kann ich die jetzt alle wegsnipern? Die werden doch jetzt hier bei mir in der Nähe spawnen, oder nicht? Ja, da sind sie schon. Ich wollte schon sagen. Na komm. Da ist gar keiner mehr da. Okay, und hinten auf der anderen Seite. Aber hier ist irgendwie keine kugelsichere Weste gespawnt. Das wundert mich so ein bisschen. Jetzt stehen sie da. Oh. Na komm schon. Willst du mich verarschen? So. Hat ja lang genug gedauert. Eine Welle kommt noch. Dann haben wir das hier auch geschafft. Noch steht unser Auto. Glücklicherweise. Oh, direkt hier neben mir. An der anderen Seite, da oben, kugelsichere Weste, die ich gleich brauche. Wunderbar, und jetzt sind schon wieder die Bullen da. Und wollen mir ans Leder. Kollege. Also zwischen jedem Ding zu speichern, das zieht die ganze Geschichte ganz schön in die Länge. Wäre halt nichts ärgerlicher, als sich jetzt einfach irgendwie abschießen zu lassen. Aber trotzdem blöd. Homie, let's roll on some bust. You win it for life, huh? Schauen wir mal, dass ich jetzt hier oben diesen kleinen Fleck noch irgendwie bekomme. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein, keine Ballers da. Eine Straßenseite haben wir noch. Alter, greift einfach die Oma an. Hier ist der Skaterpark. Da waren wir schon mal am Anfang. Hier ist nix. Shit. Total viel Grove Street und wieder keine Ballers unterwegs. Hängen die nicht immer irgendwie... Oh, da ist gerade ein Feuerwehrwagen verunglückt. Oh, hier ist doch einer. Ja, bringt jetzt nicht so viel. Fahren wir weiter. Halten wir uns nicht mit solchen Sachen auf. Da sind zwei. Zwei reichen nicht. Schauen wir mal hier oben. So, Boys. Kommen alle mit. Mehr oder weniger wenigstens. Wenigstens in die Richtung laufen vielleicht, wo ich fahre. Nein,